Unser Stadion ist bereits sehr gut gefüllt und es wird bestimmt auch gleich noch richtig voller, denn es kribbelt an allen Ecken und Enden. Und damit herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, liebe Eintrachtfreunde, hier in der Regionalliga Südwest zum Derby zwischen unserer Eintracht und dem 1. FC Saarbrücken. In der letzten Saison gab es jeweils Auswärtssiege und ich finde, es ist Zeit, dass hier heute im Moselstadion in Trier ein Heimsieg eingefahren wird. Eintracht Trier gegen den 1. FC Saarbrücken, jetzt hier bei SVE TV. Viel Spaß beim Zugucken. Die älteste Stadt Deutschlands begrüßt ihren Verein. Hier sind der SV Eintracht Trier und der 1. FC Saarbrücken. Ja,
Aber jetzt freuen wir uns über den der 77. Spielminute. Das Tor für unseren SV Eintracht! 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 Dennis Gerlinger, ein Achterbahnspiel, ein Derby mit vielen drumherum. Die Achterbahnfahrt mit dem schlechteren Ende für uns. Ja, also nach so einem Spiel fehlen eigentlich die Worte. Wir gehen schon in Rückstand ganz unverdient. Wir können vorher schon 1 oder 2-0 führen. Kämpfen uns dann phänomenal zurück, so wie wir auch uns selbst kennen mit der Mannschaft über die Teamleistung. Führen dann 2-1 und verlieren dann mit dem Schlusspfiff unverdient 3-2. Ja, unverdient, du hast gerade gesagt. In der ersten Halbzeit hätten wir eigentlich 4 Tore machen müssen. Sie sind leider nicht gefallen, aber trotzdem geht es weiter mit der Mannschaft, oder? Ja klar, also es geht nur zusammen. Also wer die Mannschaft sieht, am Montag geht es weiter, Mittwoch ist schon im Pokal. Wir können nicht lange überlegen. Abhaken, wir haben jetzt das zweite Spiel der Saison verloren. Wir stehen immer noch auf dem 6. Platz. Wir müssen einfach weitermachen, weiter an uns glauben, dann klappt das schon. Die Fans zu Hause noch hier im Stadion haben sich gefragt, warum du nicht von Anfang an dabei warst. Wie geht's dir? Es ging nur irgendwas mit Bauchschmerzen oder sowas? Kannst du was dazu sagen vielleicht? Ja, also ich habe mich Anfang der Woche sehr schlecht gefühlt, hatte keine Power. War dann gestern noch bei 3 verschiedenen Ärzten und es ist einfach so, was genau ist, wurde noch nicht festgestellt, aber mir fehlt im Moment die Power. Also heute die halbe Stunde hat vollkommen gelangt. Ja, ich hoffe, dass das schnell wieder vorbei ist. Christoph Anton, du konntest heute leider nicht dabei sein. Wie hat sich das Spiel angefühlt? Ja, ich denke, das war der Derby, den wir erwartet haben. Da waren Zweikämpfe drin, Leidenschaft. Und ich muss sagen, die Mannschaft hat hervorragend gespielt, Leidenschaft gezeigt und auch super Fußball gespielt. Dann gehen wir einzeln in Rückstand, kämpfen uns super zurück, gehen in Führung. Und dann ja, die letzten 3 Minuten, da ist man natürlich einfach, das ist so bitter als Fußball. Und jetzt ja, muss man die Köpfe nach oben richten und jetzt einfach Gas geben und einfach daran anknüpfen, weil man sieht, man spielt einfach einen klasse Fußball und müssen jetzt gucken, dass wir da vorne die Dinger wegmachen und dann werden wir noch ganz viel Spaß haben diese Saison. Du sagst selber den Kopf nach oben. Wie sieht es bei dir aus? Jetzt hast du dich unter der Woche noch verletzt im Training. Wie lange wird das circa dauern und wie sind deine weiteren Ziele mit der Mannschaft auch zusammen? Ja, ich muss 2 Wochen pausieren und dann kann ich vielleicht wieder mit Lauftraining beginnen. Aber wie gesagt, eine genaue Prognose kann ich jetzt noch nicht geben, aber ich hoffe, dass ich vielleicht in 3-4 Wochen wieder der Mannschaft helfen kann.